So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster-Opening. Die Booster-Openings werden jetzt ein bisschen High-Class, habe ich das Gefühl. Und ich freue mich da auch so ein bisschen drauf, die nächsten paar. Also bleibt da auf jeden Fall dabei. Wir haben Commander Legends. 20 Karten Draft-Booster. Da kann richtig geiler Stuff drin sein. Und da kann auch richtig Mist drin sein. Aber Commander Legends, jeder kennt es, jeder mag es. Fast jeder mag es. Wir gucken mal an, was wir haben. Wir haben Spark Harvest, ein Mana Sorcery. Man kann, muss entweder eine Kreatur oder 4 Mana zusätzlich bezahlen, um den Karte zu spielen. Und man zerstört eine Kreatur oder Planeswalker. Raised Alarm, 2 Mana Instant, also spontan Zauber. Man kriegt 2-1-1 Soldier. Keizel Khazar, 2 Mana 2-1, fliegend, solange er angreift. Okay, der ist auf dem Kopf, oder? Ja, der ist auf dem Kopf. Okay, das erklärt das. Crimson Fleet Commodore. 4 Mana 5-2 Ogre Pirat. Trampel. Und wenn er ins Spiel wegkommt, wird man der Monarch. Nice. Stimmt, hier war Monarch drin. Universal Auflöser. 1 Mana Artefakt. 7 Mana Tappen. Opfern. Man zerstört ein permanentes. Meh. Sky Diamond. Kommt getappt ins Spiel. Tappen für ein blaues. Für 2 Mana. Ein ziemlich guter Mana Stein, wenn ihr mich fragt. Scouring Bunder. 2 Mana. 0-0, kommt mit 2+1+1 Mal ins Spiel. Und zu Beginn des Upkeeps kann man irgendeine beliebige Anzahl von +1/+1 Mal von dem auf eine andere Kreatur legen. Gerstling. Die kommen mir bekannt vor. Gerstling, die Mais, ein Mana Instant. Man zerstört eine nicht-schwarze Kreatur. Und solange die Verteidigung dieser Karte, also die Toughness, die Widerstandskraft der Karte in Deutsch, weniger als die Anzahl an Karten in eurem Friedhof ist. Spontaneous Mutation. Ein Mana, Flash, man verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt minus X, minus 0. Wobei X die Anzahl an Karten in eurem Friedhof sind. Und Kitskin. 3 Mana, 2-1, Kinsbale Courier. Wenn er ins Spielfeld kommt, legen wir eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur mit Encore. Also wir können die aus dem Friedhof exilen, für jeden Gegner so eine Marke, so einen Token davon kreieren. Die Eile kriegen, angreifen können und nächsten Endstep gehen. Workshop Assistance, 3 Mana 2-1. Oh, ich dachte 1-2. Nee, doch, 1-2, es ist richtig, es ist richtig. War doch, oh Gott. Wenn er stirbt, bringt jemand ein Artefakt aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Stone Fury, 5 Mana und man zerstört Kreatur. Nee, man fügt einer Kreatur so viel Damage zu, wie man Länder kontrolliert. Okay. Nicht so gut. Amalur Sphere. 2 Mana Artefakt, 2 Mana Tappen, Opfer. Man besucht sein Deck nach 2 Standardländern, nimmt sie auf die Hand und mischt nach sein Deck. Unsere erste Ankommen ist Make a Stand. 3 Mana Instant. Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen +1/+0 und Unzerstörbarkeit. Scaled Behemoth. 6 Mana, 6-7 Hexproof. Was hätten wir früher für so eine Karte gemordet? Wir mussten 8 Mana, 7-7 Hexproof spielen, weil das war gut. Pride of the Perfect. Elfen, die ihr kontrolliert, kriegen +2/+0 für 4 Mana Verzauberung. Oh mein Gott, dieses Artwork. Oh mein Gott, diese Karte. Oh mein Gott, Elfen. Und unser Rest. Cult of Ire. 5 Mana Enchantment. Und wenn es ins Spiel kommt, wird beim Monarch. Und zu Beginn des Versorgungssegments fügt er 2 Schaden auf irgendeinem Ziel zu. Und wenn man ein Monarch ist, fügt man 7 Schaden an diesem Spieler oder dem Permanenten zu. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir, ah ja stimmt, dann kam ja hier Legendary Creature mit Partner. Ach du Scheiße, 3 Mana, 3-2. Wenn Amix Filigree Treasure angreift, kann man eine Karte abwerfen. Wenn man das tut, kriegt eine Kreatur, die der Gegner kontrolliert, minus X, minus 0. Wobei X die Anzahl an Artefakten plus die Anzahl an Artefakten, die man kontrolliert, plus die Anzahl an Artefakten Friedhof ist. Und unsere zweite Partnerkarte ist Radiant Sarah Archangel. 7 Mana, 6-4 fliegend. Man kann eine andere ungetappte Kreatur kontrollieren mit fliegend. Und die kriegt Schutz von der Farbe eurer Wahl, wenn es so ist. Mit Partner. Und unsere Foil ist Harren Elf. 3 Mana, 1-1. Wenn ins Spielfeld kommt, kann man direkt am Standardland durchsuchen und es enttappt ins Spiel bringen. Dazu haben wir einen Soldier Token. Und das war's mit Commander Legenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.